Schwere Geräte, Industrie, eine Menge Autoverkehr und natürlich eine Eisenbahn. Ich spiele für euch Infraspace. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zu einem Video in Infraspace. Das Spiel ist so eine Mischung aus City Skyline, Factorio und etlichen Spielen, die es so gibt. Und ich probiere es für euch mal ein bisschen zu spielen. Ich bin hier frisch gespawnt in einer Welt. Wir sehen halt, wir haben hier, was haben wir denn? Ich habe kein Tutorial an. Wir haben hier Notes, also wir haben hier Eisenerz, Schwefel, Kupfererz, ja, etliche Teile. Gibt es eine Grenze? Ja, Grenze gibt's. Ja, also hier ist es ein Ende. Wir müssen hier unsere Stadt bauen. Haben wir genug Platz hier? Ja, hier ist mal okay. Das sieht mal gut aus. Ja, das heißt, hier werden wir mal anfangen. Wir müssen zuerst mal eine Straße bauen. Wir brauchen eine Kiesstraße. Ich habe rote Punkte da unten. Ja, also man kann eh nichts falsch machen. Wir brauchen also eine Kiesstraße. Was bauen wir denn als erstes überhaupt? Kupfer oder? Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal eine Straße. Wir machen mal hier eine Straße. Straße rein. Ja, läuft. So, nächster Punkt. Schwefelmine. Okay, wir brauchen Schwefel. Okay, dann bauen wir doch was anderes. Dann nehmen wir das hier. Ist das Schwefel? Das ist Schwefel. Machen wir hier die Straße rein. Ah, haben wir gleich mal einen Fehler gebaut, gleich mal am Anfang. So, das können wir aber runtersetzen, glaube ich. So. Läuft. Dann brauchen wir diese Teile hier. Ja, ein bisschen näher. Bauen wir mal zwei. Sandmine. Okay, wo kriegen wir Sand her hier? Nee. Ja, komisch. Ja, daneben. Nee. Wenn wir aber extra bauen, machen wir hier rein eine Straße. Dass das nicht so aneinander klebt. Und einmal eine Sandmine. Okay, machen wir auch zwei rein hier. Läuft. So, als nächstes eine Fabrik brauchen wir. Okay. Die werden wir aber bündeln. Wenn das noch ein bisschen vorziehen. So, und die werden wir mal zusammentun hier. Die werden wir hier mal auffädeln, würde ich sagen. Nope. Sieht geil aus. Nehmen wir. Also ich habe sehr viele andere Aufbauspiele gespielt und man muss natürlich auch immer schön trennen. Okay, Strom. Ja, wir brauchen einen Strom. Wie funktioniert das? Oh, wir haben Windkraft. Okay. Das heißt, wenn ich das da hinsetze, das passt. Aha, okay. Und wenn es überlappt, dann geht die Effizienz runter. Okay. Es darf also nicht überlappen. Okay. Wenn wir das mal hier so hinsetzen. Ein Strommasten bauen wir auch noch. Werden wir machen. Die kann man dann nur so hinsetzen. Oh ja, okay. Also die setze ich nur so hin. Und fertig. Ja, okay. Läuft. Sehr gut. Was haben wir hier? Schwefel und Sand. Okay, also die liefern das. Denke ich mal. Denk wohl. Oh, kleine LKWs. Oh, Pause. Wie cool ist das? Gelbe LKWs. Transportiert von nach. Okay. Wie sehen die anderen aus? Kommt da nichts? Sand. Okay, Sand-LKW. Auch gelb. Aber hellgelb. Okay. Sehr cool. Okay, welche Ratios haben die? Der macht 12 Sekunden 1. Okay, und der hat in 2,4 Sekunden 1. Okay, also die sind schneller als die hier. Okay, nice. Was willst du jetzt von mir? Wir brauchen ein Baumateriallager. Was bist du für ein Brummer? Jösses Maria. Ey, was bist du für ein Brummer, ey? Was passt da rein? Beton, Stahl und Adamant. Okay. Die bringen... okay. Also der... Also wir müssen es echt verschieben. Kann man da reinsehen? Da kann man reinsehen. Oh, das ist aber schön gemacht. Das mag ich. Okay. Oh, und hier der LKW kommt aus dem Boden. Ja, nicht schlecht. Okay.
Also LKWs fahren dann hier rein und lagern hier unseren Beton. Und ich habe schon links unten gesehen, hier steht Beton, Stahl, Strom, Bevölkerung, Arbeitsplätze und Wohnungen. Okay, wie ist das mit Strom? Sehe ich das wo? Aha, okay, benötigt 5,2 Watt und ich habe 40 Watt. Okay, also ein so ein Ding macht 20. Okay, sind 40. Ja, okay. Nach einem Riese passt es. Der schreit nach, was schreist du? Nach Sand. Ah ja, Sand ist langsamer, ne? Wenn wir ihm vielleicht noch eine Sanddingens gönnen hier. Gönn dir. Na, bekommst einmal ein Sandteil von mir. So, was haben wir hier? Einfaches Habitat. Okay, wir brauchen Einwohner. Okay. Wir haben aber genug Platz hier. Das heißt, wir werden das nicht hier anbauen. Kann ich Straßen bauen, so viel ich will? Ja, Straßen kann ich bauen, okay. Das heißt also, wir werden hier mal, wir machen hier mal was, hier ziehen wir mal was Langes rein, hier. Wir werden hier, kommen wir näher, auch eine Straße bauen. 90 Grad, ja. 90 Grad, das ist okay, mal bis hierhin. Das ist okay. So, und du möchtest ein einfaches Habitat von mir, okay. Wo kommen die jetzt her? Okay, das sieht nicht sehr einladend aus. Einfaches Habitat, Sauerstoff, Mahlzeit und Strom, okay. Strom, du brauchst Strom? Dann werden wir aber hier extra. Oder? Ne, die bauen wir hier ran. Hier bauen wir noch zwei ran. Wenn die verknüpfen. Nee, Menü, komm auf. Die verknüpfen wir miteinander hier. So. Von hier her werden wir das da so runterlegen. Aber ein bisschen da dahinter, würde ich sagen. Ja, sonst können wir nichts bauen. Ja? Okay, das passt mal. O2. Okay. Luftfilteranlage produziert O2 und C. Naja, okay, ist nicht ganz korrekt. Als Feuerwehrmann kann ich sagen, das stimmt nicht ganz. Aber es ist okay. Bauen wir das daneben ran? Oder weiterhin? Ja, nee, das bauen wir extra, oder? Nee, dann machen wir extra eine Straße. Die kommen sich sonst alle in die Quere. Ich kenne das bei den Spielen. So. Das heißt, hier werden wir das mal hier reinbauen. Okay, und was machst du? Du produzierst Luft. Kein Strom mehr. Kein Strom. Ja, ist klar. Ist klar, ne? Kein Strom. Okay, dann machen wir hier dasselbe Prinzip. Wir werden das mal hier so reinlegen. So. Dann können wir hier schön reinbauen. Ja, läuft, würde ich mal sagen. So, du produzierst jetzt Strom. Okay. Ah, ne, nicht Strom, Luft. Und das wird jetzt auch mit dem LKW dann darüber gefahren, oder was? Arbeiten die hier überhaupt? Ja, okay, die arbeiten. Okay, das wird immer mehr Beton. Okay, Beton mag ich. Sieht man hier auch, was sie brauchen? Ah ja, wie viel? Er braucht 2 Schwefel, 1 Sand. Okay, also Sand. Okay, im Lager ist er, ja, das ist einmal okay. Keine Ahnung, wie die Rager sind, so. Du produzierst jetzt schon mal, ja. Aber wir haben kein... Das ist Geld. Bevölkerung 20. Arbeitsplätze 24 und 28. Oh! Doch. Da fährt ein LKW. Da fährt ein LKW. Okay, jetzt haben die Luft oder was? Ah! Jetzt war ja aber noch Leute. So. Raumhafen. Das ist auch so ein Riesenteil. Leck mir am Arsch. Wo bauen wir das hin? Bauen wir hier hin. Braucht der Strom? Das sieht nicht so aus. Oh! Da ist ein Raumschiff. Ja gut, wir sind ja auch im Space, ne? Was kannst du? Info. Immigranten bereit zum Einziehen? 10. Immigrationsrate hoch. Ja, naja. Ist klar. Will jeder bei mir wohnen. Ich meine...
Das würde ich auch holen. So, die kommen jetzt. Fahrt ihr jetzt rüber? Oh! Ein lila Auto. Ein lila Fahrzeug. Transportiert ein. Okay, einen Bürger haben wir schon. Willkommen. Willkommen in Charles City. Ja, oder wenn ihr einen Namen habt für meine Stadt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ja, also wirklich, reinschreiben, was ihr für einen Stadtnamen gerne hättet. Okay. Ich glaube, wir brauchen mehr Personen, glaube ich. Wir brauchen 21. Nee. Wir brauchen 24. Und 21 haben wir. Ach, da kommen schon mehr. Die kommen schon angefahren. Aber spendieren wir vielleicht mal mehr Häuser. Wie viel Luft braucht ihr? Wie viel macht der? Wir können bloß einen Schimmer. Oh ja, hier, Forschungslabor. Du bist ja auch ein fetter Brummer. Die stellen wir aber nicht mitten in das Ding rein hier. Forschungslabor. Das machen wir hier wo rein, oder? Hier. 90 Grad. Ich bitte darum. Forschungslabor. Okay, du bist auch so ein dicker Brummer. Stell mich mal da hinten hin. Jetzt willst du Fabrik für blaue Wissenschaftspakete. Okay. Stell dich mal hier hin. Was benötigst du? Du brauchst Eisenerz und Kohlenstoff. Eisenerz. Eisenerz, was ist das hier? Oh ja, das ist das hier. Aber wir werden hier gleich diese Straße, wir werden jetzt clever machen. Weil ich habe schon ein paar Videos gesehen, ich gebe es zu. Und wir haben Verkehr ohne Ende. Also, Straßenverkehr. Ja, also. Und deswegen werden wir hier ein bisschen anders bauen. Das passt. Ich weiß, sonst haben wir extrem viel Verkehr überall. Okay, Strom haben wir auch schon hier gleich. Können wir da noch reinlegen. Komm her, Strom. Machen wir mal hier einen hin. Bei der Straße, so. Jetzt brauchen wir Eisenerz. Eisenmine, jo. Klingt danach. Nicht überlappen, ne? Nicht genug Arbeiter. Ja, dann schafft die ran. Und ich brauche Beton. Achso, ich habe keinen Beton. Ah, okay. Jetzt habe ich Beton. 28, 32. Soll ich das nicht hinstellen? Ist zu knapp oder was? Sieht so aus. Ja gut, nein. Dann stell mich hier hin. Wenn du nicht genug arbeitest, können deine Fabriken nicht arbeiten. Okay. Ach, du brauchst auch Strom. Alter Schwede, ihr braucht alles Strom. Die Krise. Wo braucht ihr so viel Strom? Hier hin? Du brauchst Eisenerz, genau. Und Kohlenstoff hat er von hier geliefert, glaube ich, ne? Ja. Das heißt, hier können wir Menü. Hier nochmal sowas dazu bauen. Ja. Wie sieht's mit unserem Strom aus eigentlich? Gut, würde ich sagen. Oder? Sehe ein oder dasselbe Netz, oder? Ja. Ja, hier kann man auch irgendwo nachsehen, glaube ich. Visualisierung. Strom. Hier. Hier gibt's ein Menü, da kann man nachsehen zwischen Gebäudeeffizienz. Was eben gut läuft und nicht gut läuft. Es läuft alles nicht so gut. Gebäudebelegung. Ja, das hier haben wir noch. Nachholbedarf 1 von 8. 8 von 8, immerhin. Ey, wir haben schon 29 Einwohner. Strom, Windkraft, Erdanreicherungsanlagen, Gebäude mit Hightech-Werkzeugen, Recycling-Center. Industrieroboter, Straßen, ja, okay, das kennen wir. Und Autos. Okay, der Verkehr läuft. Und man kann dann hier auch Stadtviertel vergeben. Das habe ich gesehen, aber da muss ich mich erst damit auseinandersetzen das nächste Mal. Diagramme, Einwanderungsrate, Wohnungen, Bevölkerung, ja. Und die Stadtstufe gibt es noch. Hier brauchen wir mindestens 5 Level 2 Bürger. Okay. Okay, wenn wir mal schauen, wie die bekommen. Ich glaube, die muss ich hochleveln, indem ich
hier diese einfache Mahlzeit dann erfülle. Also man muss das hochleveln mit diesen Habitaten, das ist okay. Und eine Produktionsübersicht, und die ist okay, die ist wichtig. Die braucht man. Ja, also die brauchen wir auf jeden Fall. So, wir brauchen jetzt aber noch auf jeden Fall Forschung, Landwirtschaft. Das müssen wir erforschen. Mit diesen blauen Teilen, das sind die hier. Die Wissenschaftsteile. Also das war wir schon angesehen vorher. Gibt es auch mehrere dann. Da gibt es noch grün, gelb, rot. Naja, also viel. Also wir müssen jetzt mal erforschen diese Landwirtschaft. Und das heißt, wir lassen den einmal das erforschen. Könnten ihm aber dann nur noch ein, zwei so blaue Dinger. Ne, hier. Die könnten wir noch spendieren, oder? Ja, und da sehen wir hier der Produktionsübersicht. Wir haben zu wenig Kohlenstoff. Also brauchen wir noch ein paar solche Teile. Ne, fängt also gleich mal geil an. Jetzt kann ich das auch nicht hinstellen. Okay, jetzt da. 8,8. Ja, passt. Das heißt, wir warten jetzt, bis die Landwirtschaft erforscht ist. Jo, und ist auch schon fertig. Hurra! Forschung abgeschlossen. Jetzt brauchen wir einfache Farmen. Wir produzieren Essen. Okay, das werden wir aber nicht in derselben Straße machen. Nein, sondern das werden wir hier runterlegen. Ich hoffe mal, aber der Verkehr hier, der wird... Naja, okay. We will see. Das heißt, wir brauchen jetzt einfache Mahlzeit. Wie viel brauche ich da davon? Die machen eine alle 14 Sekunden. Und wie hungrig sind die? I don't know. Sehr hungrig. Wir bauen mal 6 Stück. Okay, dann machen wir 6, 6. Dann haben wir mal einen Vergleich dann. Und natürlich Strom. Ist klar. Also machen wir gleich bis die Straße hier runter. So. Hier same, same. Hier werden wir hier so runter machen. So. Strom reicht noch? Ja. Läuft. Okay, das heißt, die Dinger bekommen jetzt Essen? Ja? Nein? Weiß nicht. Wie schnell seid ihr? Okay, hier wird das erste gleich fertig. Ich möchte. Was ist denn da drinnen überhaupt? Grünzeug. Okay, vegetarisch. Ist in Ordnung. Die ernähren sich nur vegetarisch anscheinend. Oh. Hier kommt er schon. Der transportiert es jetzt hier. Wohin? Links oder rechts? Wo wir sehen? Hierhin. So. Ihr habt jetzt eine einfache Mahlzeit. Den Einwohnern geht es gut. Ja. Luft habt ihr auch und Essen habt ihr auch. Okay. Wir werden hier jetzt aber trotzdem ein bisschen ausbauen, denke ich mal. Weil wir haben 105 Arbeitsplätze schon zu vergeben. Werden wir hier nochmal ein paar reinbauen hier. Wir haben jetzt 100. 108, machen wir. Bub. Wie Bub? Kein Beton jetzt. Ich hatte keinen Beton. So, die fliegen jetzt alle an. So, haben wir genug Luft? O2 haben wir genug, ja. Und das haben wir auch. C, Kohlenstoff haben wir auch. Okay, 8 und 2. Okay, das produziert aber gut. Obwohl hier C. Wegen der Wissenschaft, glaube ich, kann ich das verstellen hier. Ach, man kann das einstellen. Oh, okay. Spendieren wir aber hier noch ein bisschen was. 2 noch. Stopp, wieder. Kein Beton, kein Stahl. Jetzt. Aber ich stelle doch genug her. Seid ihr so langsam? Na gut, wir haben nicht so viel Beton. Okay, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen ausbauen, was den Beton betrifft. Denn ich sehe schon, wir brauchen für alles, was wir bauen, irgendwie Beton. Also machen wir noch ein paar Betonfabriken, würde ich mal sagen. Bup. Ja, eben, deswegen, siehst du? Und das liegt aber daran, wir brauchen mehr Schwefel und mehr Sand auf jeden Fall. Also, was macht der Herr Charles dann? Naja, wir bauen hier noch ein paar Sandminen, Sandminer rein hier. Ich baue noch 5 Beton, komm. Naja, aber die fahren eh brav. Nein. Nein, jetzt. Und Schwefel bauen wir auch noch. Und dann werden wir gleich mal 3 hier hinstellen. 1, 2, 3. So, und jetzt müsste das reichen, oder? Wir haben genug Sand.
Und genug Schwefel. Oh, Schwefel haben wir sogar zu viel. Okay, ja, das ist okay. Dann können wir noch eine Fabrik reinbauen. Aber ist so typisch, ne? Wir kommen auf den Planeten, was machen wir? Die Umwelt verpesten. Ausbeuten. Gleich mal ausbeuten und verpesten. Läuft. Gibt es nicht irgendwie erneuerbare Energie sonst? Was haben wir noch? Solarfeld mag ich. Atomkraft. Nein, nicht erneuerbar. Neutronenreaktor, das klingt wild. 1000 Megawatt. Damn it. 450 und das Ding hat 1000. Puh. Okay, das ist heftig. Ich sehe nur gerade bei diesem Materiallager, der lagert nur das hier ein und sonst nichts anderes. Also man kann hier nichts irgendwie lagern. Muss also alles hin und her bringen. Okay. Okay. Wie sieht's aus hier? Hier können wir nichts ausbauen, sondern wir müssen warten, bis wir... Oh, wir haben schon eine Stufe 2 Bürger. Wo? Ah, hier hinten. Hier. Wir haben hier schon ein solides Habitat. Wie weiß ich, wann die upgraden? Steht das irgendwo? Wohngebäude steigt auf in 31 Sekunden. Ja, das will ich sehen. Und fertig. Oh, und ich habe das Tutorial abgeschlossen. Sehr cool. Glückwunsch. Ich bin bereit, meine Stadt groß zu machen. Ja, bin ich. Oh. Läuft. Das heißt, ich kann jetzt schon weiter forschen. Was haben wir da alles? Doch etliches. Elektronik, Stahl, Einbahnstraße. Cool. Ja, da werden wir mal, würde ich mal sagen, Elektronik ausbauen. Jo, somit. Das war mal mein erstes Video in diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich um Kommentare, Like, Abo wie immer freuen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.